Hat aktiviert. Beginne Briefing. Information. Kadir Suleiman, ein Politiker, der nach dem Ausbruch für Ordnung sorgen sollte. Sein Bruder Hassan fiel der Seuche zum Opfer, ehe wir ihn evakuieren konnten. Suleiman gab dem GRI die Schuld für Hassans Tod. Er stahl eine streng geheime Datei, mit der er den GRI erpressen will. Falls ihm etwas zustieße, sollte der Inhalt veröffentlicht werden. Informationen. Die gestohlene Datei enthält unvollständige Angaben zur Herstellung eines Heilmittels. Würde die Anleitung in dieser Form angewendet, wäre das Produkt äußerst toxisch. Die Datei enthält auch eine Beschreibung der Virionstruktur. Jeglicher Missbrauch könnte unzählige Leben kosten. Wir brauchen sie zurück. Details zur gegenwärtigen Lage. Suleiman schickte die Datei an einen unbekannten Helfer, der sie veröffentlichen soll, sobald er den Befehl gibt. Wir haben die Kommunikation der Stadt gestört, um ihn an der Veröffentlichung der Datei zu hindern. Ihr GRI-Funkgerät ist davon nicht betroffen. Es ist Ihr Joker. Verlieren Sie es nicht. Suleiman ist mittlerweile untergetaucht und benutzt einen anderen Namen. Wir vermuten, dass er nun eine der zwei Hauptfraktionen anführt, die in der... Wiederhole, finden Sie Suleiman und die Datei, um die Menschheit vor einer noch nie dagewesenen Katastrophe zu retten. Hallo Leute und willkommen bei Let's Play Dying Light. Das Spiel ist endlich draußen. Ich bin sehr gespannt, wie es geworden ist. Es ist ja in Deutschland nicht erschienen, wird auch nicht erscheinen. Ich freue mich so sehr, es endlich spielen zu können. Ich hoffe, ihr seid dabei. Viel Spaß mit Dying Light. Shit. Das hat wehgetan. Siehst du, das war kein Abwurffallschirm. Brecht ihm die Beine und bringt ihn zu Reis. Zurück mit euch! Los! Stopp! Zieht euch! Lärm zieht sie an! Ja, ja. Knall ihn ab! Ja, ihn auch noch, komm! Rückzug! Rückzug! Oh oh. Komm, wir müssen los. Er muss runter von der Straße. Mach die Tür auf! Komm schon, lass uns gehen, das ist zu gefährlich. Wir können ihn eh nicht mehr retten. Zu. Ach, Gott sei Dank. Jade, Krankenstation vorbereiten. Hab einen Kerl mit übler Kopfwunde und Biss am Arm. Mist, ist Amir verletzt? Nein, Amir ist tot. Aber ich bringe euch jemanden, der überleben könnte. Einer von uns? Mal sehen. Ja, sehen wir mal. Schauen wir mal, was wir so machen können. Wie wir euch helfen können. Die Stadt Harran. Ja, Leute, jetzt geht's los. Jetzt können wir gleich endlich zocken. Ich bin wirklich mega aufgeregt. Ich bin total gespannt, wie das Spiel geworden ist. Ich habe bisher nur von gelesen oder teilweise Let's Plays gesehen, von der Preview-Version. Aber jetzt geht's endlich los. Kneif du ihn! Du hast Angst! Hab ich nicht! Dann kneif ihn! Er blinzelt! Was? Da, schon wieder! Was, wenn er ein Zombie ist? Ach Quatsch, ich bin doch kein Zombie! Sehe ich so aus, als wäre ich ein Zombie? Bestimmt nicht. Komm schon, steh auf. So Leute, ab hier können wir zocken. Scheiße, ab hier können wir selber spielen. Mal kurz einen Blick rauswerfen. Hm, schaut ganz gut aus. Ob wir das auch alles begehen können?
wir diese Stadt frei erkunden können. Oder diesen Ort. Hübsche Poster. Mhm. Radio. Nichts Brauchbares im Radio. Es gibt hier, kann man hier irgendwas einsammeln? Aber ich denke nicht. Ich denke, dass der Anfang jetzt nur erstmal zum Kennenlernen des Spiels ist. Für die Steuerung. Einfach, dass man ein bisschen reinschnuppern kann, dass man ein bisschen zurechtkommt. Bevor man rausgelassen wird in die Stadt und Zombies schnetzeln kann. Ich bin wirklich gespannt, ob das Spiel so brutal ist, wie alles sagen. Du schläfst 3 Tage lang wie ein Toter und dann erschreckst du Kinder? Fängst ja gut an, 31. Wo bin ich? Im Paradies, siehst du doch. Gut, und jetzt mal im Ernst. Geh zu Raum 190. Der Boss brieft dich doch. Was soll das heißen, 31? Frag den Boss. Gerne doch. Was gibt's hier? Vergammeltes Bett. Ohne Laken, ohne Kopfkissen. Möchte mich natürlich nicht reinlegen. Kann man hier rein? Nee. Ein Fahrrad. 31. Ja. Das ist deine Nummer. Wegen dem ist Amir jetzt tot? Ruhe. Ach, scheiß auf Ruhe. Jetzt kriegt der Amir Santizin. Der Typ schaut ein bisschen aus wie Franklin von GTA. Findet ihr nicht? So von der Seite so ein bisschen abgespeckte Variante. Aber schaut fast so ähnlich aus. Oder schaut so ähnlich aus. Wo muss ich hin? Hier muss ich hin. Ah. Crane, 31. Oh, okay. Was macht der Kopf? Der Kopf? Okay, hör zu. Bis der Boss es sagt, bist du nicht auf der Liste. Also red schleunigst mit ihm, dann kann's losgehen. Jetzt entschuldige mich. Wie geht's Ihnen heute? Schlecht. Hm. Schnuppern wir mal hoch. Ab zum Boss. Wo bist du? Boss, wo bist du? Was gibt's hier? Nichts Brauchbares. Der Fernseher läuft. Hübscher Kinderfilm. Zombie Bites. Richtig für Kinder. Hey, ich suche nach... Bist du der Boss? Bin ich dir zu jung? Probleme mit meinem Alter? Nein, ich... Du wolltest mich sprechen? Schon besser. Erinnerst du dich an irgendwas? Weißt du, wo du bist? Das hier ist wohl eine Art Zuflucht? Wir nennen es den Turm. Bracken und seine Kuriere haben das Ganze vor Monaten zusammengeschustert. Seitdem sind wir hier. Jagen nach GRE-Paketen, plündern und retten Leute. Ja, ich wollte der Frau danken. Gut. Wenn sie nicht wäre, würdest du schon an irgendeinem Schienbein nagen. Dein Antizin hat es übrigens nicht überlebt. Alles, was Jade retten konnte, war dein Funkgerät. Ja, toll. Könnte ich es wieder haben? Tja, das brauche ich wohl dringender. Nee, Kumpel, da täuscht du dich. Na gut, hier. Geht doch. Das macht ja auch noch einen auf Macker hier. Riskieren? Für Kerle wie dich. Du nimmst Antizin, das für jemand anderes bestimmt war, und gibst selbst nichts ab? Ich habe jetzt echt keine Zeit für deinen Bullshit. Ich erreiche einen meiner Leute nicht, weil unsere blöden Funkgeräte alle im Arsch sind. Tust du mir einen Gefallen? Ich kann dich und dein kostbares Funkgerät nicht mehr sehen. Also mach dich woanders nützlich. Wir können im Turm keine faulen Säcke gebrauchen. Hey, das ist unfair. Ich bin nicht faul, ich... Hey, Boss. Verstecken. Dieser Kerl ist bloß im 13. Stock. Könnte aber genauso gut in der eingestürzten Mine stecken. Komm später wieder. Und ich bin nicht der Boss. Bin ja zu jung.
Ich bin Raheem. Bracken hat ja das Sagen. Raheem. Mir doch scheißegal, wer du bist. Das zählt nur, wer ich bin. Nämlich euer Retter. Hübsche Aussicht. Hübsch, hübsch. Ah, ich freue mich schon endlich da unten rumzugucken, rumzulaufen, ein paar Zombies zu killen. Den Zombies in die hässliche Fresse zu treten und den Schädel wegzuhauen. Ich bin nicht faul. Hast du schon vergessen? Da hinten muss ich hin. Hast du was zu sagen? Nee. Du vielleicht? Auf dich aufspringen. Wo willst du denn hin? Zum 13. Stock. Ich soll da was für Raheem holen. 13? Oh, scheiße. Das wird eklig. Aber wir müssen uns halt alle ins Zeug legen, oder? Warum wird es eklig? Hat da jemand in die Ecke geschissen, oder was? Ein so ein lächerlicher Gegner kann mich doch nicht aufhalten. Mein Name ist Rambo, ich bin Kriegsveteran. Das krieg ich schon noch gebacken. Sind einige draufgegangen. Jede Menge Blut. In der deutschen Variante wäre hier wahrscheinlich gar kein Blut. Crane hier. Wo waren Sie? Wir warten jetzt schon seit 70 Stunden auf Ihren Bericht. Was ist passiert? Ja, ich hatte das Funkgerät verloren, aber meine Deckung ist intakt. Noch kein Kontakt mit dem Anführer. Seine Identität ist noch nicht klar. Ich achte darauf, mich anzupassen. Verstanden. Die Zeit drängt, Crane. Denken Sie daran. Da wäre noch was ich... Ich wurde gebissen. Hab keine Symptome, aber hier heißt es, ich sei infiziert. Dann sollten Sie sich wohl schleunigst Antizin besorgen. Hilfe! Hilfe! Bitte! Zum Geier. Was ist da los? Schnell hin, ich muss jemanden retten. Kurz mal die Steuerung testen. Und ich weiß, wie alles funktioniert. Nicht, dass ich da stehe vorm Zombie und keine Ahnung habe, wie ich weglaufe. Treten geht so. Okay. Schauen wir uns das Ding mal an. Was gibt's hier? Kann ich nicht öffnen. Geht wahrscheinlich noch nicht. Wie gesagt, ist wahrscheinlich einfach nur erstmal ein Tutorial, dass man ein bisschen Gefühl kriegt. Hier komme ich auch nicht rein. Da hinten muss ich hin. Oh. Komm, du kriegst jetzt auf die Fresse, du Penner. Nice, nice. Direkt mal den Schädel weggehauen, ey. Du blöder Wichser. Da gehen wir noch nicht rein. Wir schauen uns erstmal kurz ein bisschen um. Damit wir auch ja nichts vergessen. Sofern wir denn überhaupt schon was mitnehmen können, großartig. Da kommen wir nicht rein. Was ist da hinten? Wieder eine Kiste, die wir nicht öffnen können. Eine Öffnung, falls wir keinen Bock mehr haben und einfach springen wollen. Falls wir einfach sterben wollen. Mann, alles in Ordnung? Oh, hab mir den Arm verletzt. Bei der Flucht vor ihm. Gott! Du musstest ihn töten, nicht? Verdammt! Das war mein Bruder. Ich bin hier runter, um ihm zu helfen. Ruhig, alles wird gut. Ich hole Hilfe. Raheem, hier Crane. Bin im 13. Stock. Hör mal, dein Mann hat's übel erwischt, als er vor einem Zombie fliehen wollte. Oh Scheiße. 31? Du. Ich muss mal kurz die Lautstärke an meinen Controller leise stellen. Denn ich glaube, es nervt euch ziemlich, wenn ja immer diese Lautsprecheransagen kommen. Oh,
Was Mark gefunden? Und deswegen muss ich mal gucken, dass wir das irgendwie wegkriegen hier, weil das stresst schon ein bisschen. Wenn man aufnimmt, ist es schon ein bisschen nervig. Es ist zwar eine schöne Option, ein schönes Feature. Macht, wenn man Solo spielt, auch Laune, ne? Aber wie gesagt, wenn man das Video aufnimmt, ist das, glaube ich, schon ein bisschen nervig. Jetzt schon. Gut, bleib dort. Ich schicke Lena runter. Halt still. Lena wird jeden Moment hier sein. Du musst Verbandszeug auftreiben. Und Alkohol. Nimm beides zusammen. Das stoppt die Blutung. Bitte, mach schnell. Bleib ruhig, ja? Bin gleich zurück. Gerne doch. Jetzt können wir die Dinger endlich öffnen. Was finden wir hier noch? Nichts. Die Musik ist sehr interessant, muss ich sagen. Schöne Untermalung. Baut Spannung auf. Nervt nicht. Jetzt gehen wir da nochmal hin. Da kann man doch bestimmt jetzt auch was holen. Klebeband. Alles mitnehmen, alles krallen hier, was man gebrauchen kann. Denn irgendwann ist es bestimmt wichtig, dass wir das Zeug mitgenommen haben. Gehe ich mal stark davon aus. Irgendwas fehlt uns noch. Shit, repariert. Naja, dann wissen wir auch, wie das geht. Wo waren wir noch nicht? Also gut, hier haben wir, glaube ich, alles. Hier gibt es, glaube ich, nichts mehr, was wir noch mitnehmen können. Kurz einen Blick durchwerfen. Da gibt es auch nichts. Bleibt jetzt eigentlich bloß noch der Weg hier links lang. Um nochmal am Anfang zu schauen, ob man da irgendwas findet. Hier ist auch nichts. Im Rollstuhl liegt auch nichts. Hier kann man nicht rein. Da vielleicht? Ja, da kann man rein. Oh, ein Verbandskasten. Mull. Okay, das ist alles, was Mark braucht. Versuchen wir es. Wir haben alles. Oh, was lag da? Kurz mal gucken. Entwürfe. Herstellen. Schön. Was ist hier drin? Nichts. Hier hast du dein Zeug. Okay, wer ist verletzt? Der blutet ziemlich stark. Lassen Sie mich sehen. Aha, Mull und Alkohol, primitiv, aber okay. Okay, danke, ich übernehme das jetzt. Gott sei Dank. Jetzt ist keiner von euch da und kaum habe ich den gerettet, taucht ihr alle auf. Gut gemacht, 31. Stille Wasser sind tief. Schwamm drüber. Ich will mich nur bei euch revanchieren. Ja, ja. Paul, komm vorbei. Wir müssen über deine Rolle hier bei uns reden. Welche Rolle? Ich hab die höchste Rolle überhaupt. Eine Rolle Klebeband habe ich. So. Jetzt sind wir wieder zu unserem besten Freund. Kann man immer noch nicht rein. Das Fahrrad ist auch hässlich. Mach die Schotten auf. Was gibt's hier?
nichts. Okay, ist erledigt. War ein Kinderspiel. Sonst noch was? Tja, mal überlegen. Rahim, du bist schlau genug, um gefährlich zu sein, weißt du? Omar hat mir von deinem Plan fürs Nest erzählt. Sprengsätze. Echt jetzt? Wie? Sprengstoff? Ach, hab ich nie gesagt. Du warst noch nie ein besonders guter Lügner. Ich weiß, was ich tue. Ja? Hältst dich wohl für unsterblich? Du bist nicht meine Mutter. Nein, Mutter ist tot. Also sei besser ein bisschen netter zu mir. Außer mir hast du keine Familie, gerade jetzt, wo Amir uns auch noch verlassen hat. Oh, oh. Du bist Jade, ja? Genau. Ich wollte mich nur bei dir bedanken und dir sagen, wie leid mir die ganze Geschichte tut. Ich verdanke dir und Amir mein Leben. Ja, genau. Du willst dich revanchieren? Sorg dafür, dass mein Idiot von Bruder nicht drauf geht. Kein Sprengstoff, Rahim. Der kleine Bruder kriegt auf die Fresse von der Schwester. Geil. Schaut man sich immer gerne mit an. Schauen wir uns erst nochmal um. Was gibt's da? Nichts, nichts. Im Fernsehen läuft immer noch derselbe Schrott. Ah, ich hatte gedacht, hier hinten ist irgendwas zum Einsammeln. Also kann man sich täuschen.